Modellierschere, Evaluierschere, Treppchen und Schatten herausschneiden, Übergänge erarbeiten. So, willkommen bei einem weiteren Video von Friseur Basics. Heute möchte ich mal zeigen einer Kundin, wie hinter dem Nacken die Übergänge, die Schatten schön rausschneidet und mit der Technik, mit der Evaluierschere, wenn man dann auch so ganz kleine Treppchen vom Kamm über Schere schneidet, hat man mal so ganz kleine Treppchen oder so in der Haarschnitte drin. Da gehen wir mit der Evaluierschere oder Modellierschere ganz leicht über die Spitzen drüber mit dem Kamm, über Kamm und Schere. Und da kriegen wir so die schönen Treppchen raus und auch die Schatten. Ja, da habe ich euch jetzt hier das Video gemacht. So, ja, und da geht es auch schon los. Unsere Kundin, die hat einen schönen Kurzhaarschnitt, ganz geiler frischer Haarschnitt bekommen. Im Nacken wollen wir jetzt einen wunderschönen, soften Übergang machen von der Haut. Von 0 auf 100. Jetzt nehme ich die Haare erstmal ein bisschen von der Länge ab. Mit der normalen Haarschneideschere. Ja, man achte darauf, wie relativ ruhig das untere Scherenblatt liegt und der Kamm auch immer so ein bisschen nach außen kippt. Ja, habe ich auch schon mal ein schönes Video gemacht. Das verlinke ich euch unten. Kamm kippen bei Schere und bei Schere über Kammschneider. So, ja, da arbeiten wir jetzt hier den schönen Übergang. Schön vorsichtig, Stück für Stück, streicheln wir die Haare ab. Wir erarbeiten uns natürlich den Übergang so perfekt wie möglich mit der normalen Haarschneideschere. Wir kämmen dann die Haare auch einmal gegen den Wuchs und mit dem Wuchs, ja, damit auch jedes Haar immer schön weg ist, hat man gerade gesehen. So, ja, da schaffen wir uns einmal durch. Genau, bis die Übergänge perfekt passen. Man sieht hier auch schön auf dem Video, der Daumen bewegt sich, nicht die vier Finger, ja. Nur der Daumen bewegt sich und so können wir dann auch schöne Übergänge erarbeiten. Da habe ich euch unten in der Beschreibung auch das Video zu verlinkt. Und zwar heißt es Schere richtig halten. So, nun kommen wir mal zur Evaluierschere, ja, die habe ich jetzt gerade in der Hand, das sieht man schön, die Evaluierschere, eingezahntes Blatt, das andere Blatt ist glatt. Und jetzt erarbeiten wir uns die letzten Schatten, die noch da sind und so diese letzten kleinen Treppchen da, die noch da sind, einfach hier mit der Evaluierschere schön heraus, ja. So, wir machen im Prinzip genau das gleiche, was wir vorher mit der Haarschneideschere auch gemacht haben. Nur, dass man jetzt halt vielleicht den Kamm ein klein bisschen mehr an die Haut dran drückt und die wirklich nur den letzten Millimeter oder die letzten 2-3 Millimeter der Haare behandeln. Wir dünnen nicht aus, nein, wir gehen wirklich nur über die letzten Spitzen drüber. Und somit können wir dann hier wunderschön diese leichten Schatten und die leichten Treppchen, die dann noch so drinne sein sollten, können wir dann so nochmal herausarbeiten. So. Wie gesagt, wir gehen nur über die letzten 1-2 mm drüber. Wir machen keine neue Schnittlinie. Wir gehen einfach nur ein bisschen über die Oberfläche drüber. Man könnte jetzt auch dazu sagen, dass wir die Oberfläche ein wenig polieren. Ja? Wenn wir da den ganzen Schnitt nochmal ein bisschen drüber gehen und die Oberfläche von dem Haarschnitt glatt polieren. Jawohl, sehr fein. Sehr fein, nur noch mal ganz leicht über den letzten Millimeter drüber gehe. Jawollo. So, und dann sieht man auch schon, dass jetzt hier eigentlich keine Treppchen oder irgendwelche Stufen oder sonstige, sind nur so ein bisschen Schatten vom natürlichen Haarwuchs da. Ist jetzt hier auf der Kamera auch echt ein bisschen extremer, aber man sieht es einfach, wenn man so mit dem Daumen hochfährt, dass es wirklich ein ganz geschmeidiger Übergang ist. Wunderbar. Super gut. Jo, Leute, das war's jetzt auch schon wieder. Feine Schatten herausschneide, Treppchen herausschneide, Übergänge erarbeite. So geht das. Bei Männern und bei Frauen natürlich Kurzhaarschnitte, alles was mit Übergänge zu tun hat, da kann man das hervorragend anwenden. Liked den Kanal, abonniert den Kanal, liked das Video, schaut mal auf der Facebook-Seite vorbei, Friseur Basics. Jo, sonstige Informationen, Amazon, Manifest des Haareschneidens,
So läuft es. Alles klar, Leute. Danke fürs Gucken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.